bestimmte Messwerte über das Volumen der Hand von Tag zu Tag zu erhalten. Danke vielmals. Nun, Sie haben Ihre Versuche sicher statistisch ausgewertet, Herr Professor. Jawohl, ja. Ich habe es hier Ihnen zusammengestellt. Das ist zunächst mal die Zusammenstellung der Messungen über die, wir nennen das die nervöse Reckbarkeit. Es ist ein Reflex, den wir messen. Wir schauen, wie viel, mit welcher Energie man den Reflex auslösen kann. Die Werte sind da oben aufgetragen und hier sehen Sie nun für alle die Tage, die vorgekommen sind. Das sind etwa 20 Warmfronttage, Kaltfront, etwa 30 Warmlufttage und da waren auch gegen mehr als 20 Föhntage. Und die Durchschnittswerte, die gemessen worden sind, für jeden dieser Tage, also für jede diese Gruppe der Tage, habe ich jetzt hier aufgetragen. Nach rechts bedeutet, dass die Erregbarkeit herabgesetzt ist, nach links bedeutet, dass die Nervosität eher etwas höher ist. Nun sehen Sie etwas Interessantes bei den ungestörten Wetterlagen, also beim Hochdruck, wenn der Himmel blau ist, die Sonne strahlt, da sieht man, dass die Leute eher im Durchschnitt etwas ruhiger sind. Sie sehen aber, dass die Nervosität bei all diesen gestörten Wetterlagen ungefähr gleich waren und dass der Föhn keine Sonderstellung einnimmt. Also da müsste ich schon sagen, wenn das Wetter einen Einfluss hat, dann haben alle gestörten Wetterlagen einen Einfluss verglichen mit der ungestörten Hochdrucklage. Und nun, Herr Wies, wichtiger als was man misst und was Theorie, wichtiger als man misst, ist bestimmt, was die Leute empfinden. Auf das kommt es ja schließlich an. Und da habe ich nun zusammengestellt, was 30 wetterempfindliche Personen während 4 Monaten täglich angegeben haben. Und dann habe ich diese Angaben verglichen mit den meteorologischen Daten. Wiederum hier sind alle Angaben über die Beschwerden an Warmfronttagen, an Kaltfronttagen und so weiter. Das sind alle Beschwerden an Föhntagen und da sehen Sie das ungestörte Wetter, wiederum das blaue Wetter. Nun sehen Sie sofort, dass die Häufigkeit der Beschwerden wiederum bei allen gestörten Wetterlagen etwas höher ist als beim ungestörten Wetter. Aber auch beim ungestörten Wetter geben noch 30% der Leute geben an Kopfweh, Schwindel und so weiter. Und diese Beschwerdehäufigkeit ist bei allen gestörten Wetterlagen dann einfach höher als beim schönen blauen Himmel. Herr Professor, Sie müssen also aufgrund Ihrer Versuche als Wissenschaftler, als Physiologe, einen Wetter- oder einen Föhneinfluss auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden verneinen. Ja, Sie bringen mich da in einen Engpass. Also gut. Ich muss sagen, die bisherigen Versuche beweisen keine spezifische Wirkung des Föhnes. Bleibt nach wie vor höchstens eine Annahme. Die Versuche zeigen, dass bei allen gestörten Wetterlagen gewisse Einflüsse vorkommen können. Ich habe auch hier keinen sicheren Beweis, dass diese Wirkungen vom Wetter her kommen. Es könnte schließlich ein übergeordneter Faktor oder auch der Faktor Einbildung dahinter sein. Also auch das bleibt eine Annahme, die noch zu beweisen ist. So würde ich am liebsten mich ausdrücken. Gibt es eine Föhnfühligkeit, eine Wetterfühligkeit? Gibt es keine. Der Berner Arzt Dr. Sutermeister ist völlig von einer Föhnfühligkeit überzeugt, und zwar aus seiner Praxis, aus seiner praktischen Erfahrung mit den Patienten heraus. Auf der anderen Seite ist wiederum Professor Dr. Etienne Grandjean an der ETH hier auf ein eher negatives Resultat gestoßen. Nun, es ist vielleicht eben schwierig, bei Menschen klare Werte festzustellen, klare Werte zu messen. Denn die Menschen unterliegen vielen Faktoren, ihrer gesamten Umwelt, anderen Menschen, der Arbeit, den Arbeitskollegen, der Nahrung und so weiter. Wie aber steht es nun mit den Tieren? Wirken Föhn und Wetter auf ihren Organismus? Mit dieser Frage wandten wir uns an Rolf Knie, den wir im Rapperswiler Kinderzoo trafen. Seit 27 Jahren betätigt er sich als Elefantendompteur. Die Wettereinflüsse für uns Dresseure, die mit Tieren arbeiten,
ist sehr wichtig. Das heißt, wir merken es und speziell der Föhn. Das heißt, die Tiere sind nicht nervös, aber sie sind eher müde und faul. Und man muss sie also mehr treiben, dass sie ihre Darbietung, ihre Nummer machen. Und wir glauben, dass es auch die Menschen sind, denn wir sind auch wahrscheinlich nervöser und auch etwas müder durch den Föhn. Und überhaupt das Wetter ist beeinflussend in den Dressuren, das heißt in der Arbeit mit Tieren, denn auch Gewitter und Blitze, gerade ich bei den Elefanten merke es, dass wenn ein Gewitter kommt, dass die Tiere nervös werden und das Donnern und das Blitzen nicht gerne haben und doch das etwas aufgeregt sind. Direktor Knie sprach aus seiner praktischen Erfahrung im Umgang mit Tieren. Bei wissenschaftlichen Untersuchungen hat Fräulein Dr. Ruth Lothmar, Biologin an der Rheuma-Klinik und am Institut für Physikalische Therapie des Kantonsspitals Zürich, interessante Zusammenhänge festgestellt zwischen der Funktion des Organismus und bestimmten Wetterlagen. Bei Experimenten mit Kaninchen hat sie herausgefunden, dass der Organismus wesentlich mehr Schwefel ausscheidet an Tagen, die durch den Einbruch polarer Kaltluftmassen gekennzeichnet sind. Wir hier im Institut für Physikalische Therapie haben unter anderem auch die Aufgabe, zu erforschen die Wirkung der Heilquellen, speziell ob die darin gelösten Mineralsalze durch die Haut aufgenommen werden und vom Organismus verwertet werden. In diesem Zusammenhang führten wir eben Versuche an Kaninchen durch. Diese Versuche gingen auf folgende Weise vor. Ein Kaninchen wird auf den Rücken gelegt, eine gewisse Stelle der Bauchhaut rasiert. Auf diese Bauchhaut wird ein Lappen gelegt mit radioaktivem Natriumsulfat, das heißt eine Schwefellösung. Radioaktiv ist die Lösung nur deshalb, damit wir sie nachweisen können. Das ist der einzige Grund. Man hat übrigens das Gefühl, Frau Doktor, die Tiere hätten überhaupt nichts zu leiden, sondern eigentlich noch Vergnügen an diesen Versuchen. Also Vergnügen ist vielleicht etwas zu viel gesagt, aber unsere Tiere sind ja ganz zahm. Wir haben einzelne Versuchstiere während 4, 5 und 6 Jahren immer wieder gebraucht. Und sie haben nicht den geringsten Eindruck, dass die Tiere irgendwelche Furchtreaktionen oder derartiges, also auf, dass bei ihnen das auftritt. Dieser Lappen liegt eine Stunde auf der Bauchhaut des Kaninchens, dann wird das Tier zurückgesetzt in seinen Stall und dann prüfen wir am nächsten Tag und in der Folge während Tagen und Wochen oder sogar Monaten täglich die Schwefelausscheidung. Nun, Sie haben, Frau Doktor, noch eine andere Versuchsreihe durchgeführt. Ja, wir haben noch Versuche durchgeführt, um zu prüfen, ob Schwefel, der im Organismus enthalten ist, durch die Haut von innen nach außen austreten kann. Und auch hier konnten wir eben feststellen, dass an gewissen Tagen wesentlich mehr Schwefel austrat. Und es stellte sich dann statistisch gesichert heraus, dass an Tagen, die unter Warmlufteinfluss standen, wie Föhn, Warmluftokklusionen, aufgleitende Warmluft und so weiter, wesentlich mehr Schwefel austrat als an den gewöhnlichen Tagen, dass also hier die Haut stärker durchblutet war. Ähnliche, sehr interessante Resultate wurden in der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt entdeckt. Der hier tätige Agrarmeteorologe Dr. Bernard Primo hat einen Zusammenhang festgestellt zwischen gewissen Vorgängen in der Atmosphäre und dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche. Ja, ich habe also die Fälle der Maul- und Klauenseuche untersucht und probiert, sie in Zusammenhang mit verschiedenen Wetterphasen zu korrelieren. Mhm. Eine davon war eben die Anzahl Infralangwellenimpulse. Ein anderer Symptom, die notwendig ist, damit die Maul- und Klauenseuche überhaupt auftritt, ist die sinkende Luftdruck. Natürlich, das Wetter allein ist nicht maßgebend für das Auftreten der Maul- und Klauenseuche. Der Virus, der auslösende Virus der Krankheit muss vorhanden sein.
Wie viele Fälle, Herr Dr. Primo, haben Sie eigentlich untersucht? Mehr als 500. Haben Sie Ihre Untersuchungen auch in ganz bestimmten Föhngebieten durchgeführt, um festzustellen, ob eventuell nicht der Föhn sogar einen Einfluss auf die Mal- und Klauenseuche hat? Ja, eine Anzahl von diesen 500 Fällen sind im Reustal, besonders in der Gegend von Altdorf und Brunnen. Und dort habe ich eigentlich mit dieser Untersuchung angefangen, denn ich dachte, dass der auslösende Moment war der Föhn. Mhm. Jedoch im Laufe der Untersuchung habe ich gemerkt, dass der Föhn gar nicht korreliert werden kann mit der Maul- und Klauenseuche. Also nicht unbedingt der Föhn oder überhaupt nicht der Föhn, aber doch jedenfalls die Witterung spielt eine gewisse Rolle. Ja, die Witterung spielt eine Rolle, aber wie gesagt, das auslösende Moment ist doch der Virus. Die Witterung kommt nur dazu, um den Virus zu aktivieren oder eventuell den Wirt zu schwächen, damit die Krankheit ausbricht. Dieses Etwas, das in der Atmosphäre bei bestimmten Wettersituationen, speziell auch beim Föhn, erzeugt wird, sich ereignet, geschieht und das dann eben auf den Organismus einwirkt, weiß man noch nicht. Unter den verschiedenen Wissenschaftlern, das haben wir bei den Vorbereitungen und den Aufnahmen zu dieser Sendung immer wieder feststellen müssen, bestehen dann die verschiedensten Ansichten. Wir wollen versuchen herauszufinden, was auch auf diesem Forschungsgebiet schon geleistet worden ist. In dieser Absicht begaben wir uns nach Davos. Am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium, wo Probleme der medizinischen Klimatologie und der meteorobiologischen Strahlungsforschung studiert werden, wirkt seit 35 Jahren der bekannte Schweizer Forscher Direktor Dr. Walter Mörikofer. Dr. Mörikofer, hier mit einem seiner Mitarbeiter, ist auch Redaktor des Archivs für Meteorobiologie, Geophysik und Bioklimatologie. Bekannt wurde er unter anderem auch durch seine Föhnuntersuchungen, die er in den 30er Jahren im Kanton Glarus durchgeführt hatte. Die Resultate dieser Forschung wurden auch im Ausland sehr beachtet. Und zwar haben wir diese Untersuchungen am Ort Glarus ergänzt durch Pilotballonaufstiege zur Zeit von Föhnlagen oder Vorföhnlagen. Außerdem war es uns sehr wichtig zu sehen, wie sich der Föhn durch das ganze Tal fortpflanzt. Wir haben daher 5 Registrierstationen von Ziegelbrücke bis Lindtal und Elm eingerichtet und an diesen dann festgestellt, in welchem Zeitpunkt der Föhn zum Durchbruch kam. Das hat uns sehr interessanterweise ergeben, dass der Föhn zuerst ganz hinten im Tale anfängt und sich dann nach vorne vorarbeitet und am Schluss hinten im Tale aufhört. Ergänzt wurden unsere eigenen Untersuchungen durch die Aufzeichnungen des Chefarztes, des damaligen Chefarztes des Kantonsspitals Glarus, Dr. Ernst Fritsche, von seinen Assistenten und von den sämtlichen Ärzten im Kanton, wodurch wir nur eine Statistik erhielten über das Befinden der Glarner Bevölkerung, speziell der Patienten. Wir konnten dabei feststellen, in welchen Momenten die Patienten am meisten leiden. Und da hat sich nun das Interessante gezeigt, durch unsere Pilotballonaufstiege einerseits, dass stets vor dem Durchbrechen des Föhns in den Talboden der Föhn schon in der Höhe weht. Das kann Stunden dauern, kann bis zu Tagen dauern. Außerdem hat sich aber gezeigt, dass die Patienten am stärksten leiden, solange der Föhn nicht durchgebrochen ist, also in der Zeit, wo oben eine Föhnströmung weht und unten noch föhnfreie Luft liegt. Und dass die Beschwerden, die Störungen des Befindens ganz allgemein umso stärker werden, je tiefer die Grenzfläche zwischen dem oberen Höhenföhn und der unteren Luft heruntersteigt. Und erst wenn die Föhnströmung richtig durchgebrochen ist, hören sofort die Beschwerden weitgehend auf. Nun hat man irgendwie herausgefunden, welche Faktoren nun des Föhns und auch einer Föhnlage bei den Patienten zu einer Verschlimmerung ihres Zustandes oder zu einer Föhnfühligkeit führen? Nein, darüber hat man damals eben noch nichts ausfindig machen können und weiß auch heute noch nichts Genaues. Man kann nur sagen, es ist diese Situation, wo eine Grenzfläche über den Ort hinwegzieht. Und da ist nun zu bemerken, das ist eine ganz ähnliche Situation wie bei der allgemeinen Wetterfühligkeit, wenn eine Warmfront oder eine Kaltfront sich nähert.
immer eine Grenzfläche über unserem Ort und an dieser Grenzfläche muss etwas passieren, was die Befindensstörungen auslöst. Diese Tatsache des Höhenföhns oder der Störung der Grenzfläche in der Höhe kennen wir ja auch von den Gegenden, die selten einen richtigen Föhn haben und nur Föhnbeschwerden. So leidet man ja in Zürich, in Basel, in Bern sehr viel häufiger unter Föhnbeschwerden, als man am Ort, am Boden unten, wirklichen Föhn beobachten kann. Welche klimatischen, atmosphärischen oder physikalischen Vorgänge könnten nun zu Föhnfühligkeit beim Menschen führen? Diese Frage, Herr Wies, ist sehr schwer zu beantworten und unsere heutige Zeit ist noch nicht so weit. Wir müssen aber immerhin zugeben, dass wir dem Problem näher gerückt sind und dass wir heute wissen, auf welche Gesichtspunkte zu achten ist. Wir haben vorhin gesehen, dass die Vorfühligkeit beurteilt werden muss, also mit anderen Worten die Wirkung, dass der Föhn auf Distanz wirkt und nicht, wenn er uns umgibt. Andererseits die Tatsache, dass die Beschwerden auch genauso ins Haus eindringen, wie sie sich außen im Freien bemerkbar machen. Es kommt daher nur ein solches Element in Betracht, das wirklich ins Haus eindringt. Und da sind zurzeit lediglich zwei Vorgänge bekannt, nämlich einerseits schnelle Luftdruckschwankungen von der Art eben von einigen Minuten zum Beispiel, andererseits gewisse hochfrequente elektrische Schwingungen. Doch sind diese Fragen so kompliziert und so wenig abgeklärt, dass es viel zu weit führen würde, hier etwas Genaueres über die Möglichkeiten einer solchen Erklärung auszuführen. Wir wissen nicht, was eine Föhnfühligkeit im Menschen erzeugt. Dr. Mörikofer in Davos zieht dafür zwei atmosphärische, physikalische Vorgänge in Betracht, nämlich rasche Luftdruckschwankungen und hochfrequente elektrische Schwingungen, die sogenannten Infrastrahlen. Beide Vorgänge, beide physikalischen, atmosphärischen Vorgänge können sogar in Häuser eindringen. Sie können die Wetter- oder sogar eine Fernfühligkeit, eine Fernwirkung erklären. Aber diese beiden Vorgänge sind heute noch nicht richtig erforscht. In der Kantonsschule Aarau stießen wir auf zwei Physiklehrer, die sich nun mit diesen beiden Vorgängen eingehend befassen. Es geht ihnen dabei aber überhaupt nicht darum, neue, spektakuläre wissenschaftliche Theorien aufzustellen, sondern es geht ihnen strikte um die reine wissenschaftliche Messung dieser beiden Vorgänge. Nun, vielleicht wird diese kleine Forschergruppe in ein paar Jahren interessante Resultate herausfinden. Vorläufig aber arbeiten Dr. Sachser und Dr. Siegrist noch in einem kleinen, bescheidenen Kellerlokal. Aber es gibt ein gutes Omen für diese beiden Forscher. Ist es ein Zufall, dass Albert Einstein in den Jahren 1895 und 96 diese Schule besucht hat und dass er dort sogar seine Maturität bestanden hat? Ich messe hier schnelle Luftdruckschwankungen. Luftdruckschwankungen, die sich in 5 Minuten, in 2 Minuten abspielen, während ein gewöhnlicher Barograph, der ja allgemein bekannt ist, nur relativ langsame Schwankungen messen kann. Ja, wie funktioniert dieser Apparat? Dieser Apparat funktioniert grundsätzlich nach demselben Prinzip wie der gewöhnliche Barograph, nur dass wir ein viel empfindlicheres Anzeigesystem haben. Herr Doktor, Sie haben nun Ihre Messungen registriert und aufgezeichnet. Wollen wir diese Aufzeichnungen einmal zusammen anschauen? Ja, ich habe Ihnen hier ein paar typische Wetterlagen herausgesucht. Zunächst eine ungestörte Hochdrucklage. Sie sehen, es hat nur sehr kleine und relativ langsame Luftdruckschwankungen. Dann eine typische Föhnlage. Es wäre zu sagen, dass wir hier am Boden meteorologisch keinen Föhn hatten, sondern dass diese Föhnströmung über die kalte Mittellandluft hinwegströmte. Dieses Strömen bewirkt nun Druckschwankungen, die sich durch die darunterliegende Kaltluftschicht bis an den Boden ausbreiten. Und Sie sehen diese gleichmäßigen, fast schwebungsartigen Druckschwankungen, die etwa 12 Mal pro Stunde auftreten. Das ist ein ganz typisches Föhnbild. Es tritt allerdings nicht immer so deutlich auf, aber man kann es unschwer auch in anderen Registrierungen, zum Beispiel diese Registrierung vom 10. November 1963, kann man finden. Zum Beispiel hier oder hier. Auch hier haben wir wieder etwa Druckschwankungen von 5 Minuten Dauer.
Hat der Föhn im Vergleich zu anderen Wetterlagen, Herr Professor, ein typisches, ein spezielles Bild in Ihren Aufzeichnungen? Ja, das Typische wären diese schwebungsartigen, schnellen Luftdruckschwankungen. Aber es gibt auch andere Wetterlagen, die ziemlich typische Schwankungen haben. Wir haben hier ein Beispiel mit starker Warmluft in der Höhe. Höhenstationen haben an diesem Tag bereits Föhn gemeldet, also zum Beispiel Sentis, während Altdorf, also der typische Föhnort, keinen Föhn hatte. Hier sehen wir viel größere Druckschwankungen. Also ich könnte vielleicht sagen, meteorologisch wirksamere Druckschwankungen. Das wissen wir nicht. Es zeigt sich hier auch zeitweise so das typische Föhnbild. Wir messen hier die Leitfähigkeit der Luft. Die ist ein Maß für die Ionisation der Luft. Wir wollen nicht belehren, aber vielleicht einmal definieren, was versteht man denn eigentlich unter Ionisation? Ja, in der Luft hat es ständig radioaktive Teilchen, auch im Boden. Und diese Teilchen senden Strahlen aus und zerlegen die Moleküle in geladene Teilchen. Ein Teil dieser Strahlung stammt übrigens auch von der kosmischen Strahlung. Es werden etwa 10 Ionenpaare pro Sekunde in einem Kubikzentimeter Luft erzeugt. Was können wir sehen auf Ihrer Kurve? Ja, wir messen hier die Leitfähigkeit, hervorgerufen durch die positiven Ionen, das ist die rote Kurve, die tiefere, und die Leitfähigkeit hervorgerufen durch die negativen Ionen. Die sind ungefähr parallel, der Unterschied ist also nicht sehr groß. Was aber sehr interessant ist, ist die große Leitfähigkeit in der Nacht und am frühen Morgen und dann der rapide Abfall am Morgen. Und zwar hängt das mit der Unruhe der Luft zusammen, mit der Verunreinigung durch den Straßenverkehr und vor allem hier, wenn wir den Raum betreten, eventuell noch mit einer Zigarette, dann bilden sich sofort Staubteilchen, Rauchteilchen hier und die Ionen lagern sich an und sind nicht mehr beweglich und leiten den Strom nicht. Darum leitet dann die Luft weniger. Und das ist der Abfall infolge der Verunreinigung der Luft. Hat der Föhn ein ganz bestimmtes Bild? Das ist eine heikle Frage. Wir haben ja bis jetzt, das ist nur auf dem Prüfstand, die Station wird erst in ein paar Tagen montiert. Wir haben allerdings in Arosa gemessen, im Freien, und haben dort praktisch keine Korrelation gefunden zwischen Föhn und, sagen wir, Leitfähigkeit der Luft. Man muss aber berücksichtigen, dass eben Arosa nicht ein typisches Föhngebiet ist. Und wir haben auch damals nicht das ein besonderes Augenmerk darauf gerichtet. Wir werden aber das hier jetzt in Aarau tun, sobald die Station dann am Platz ist. In Aarau steht man im Begriff, eine kleine Forschungsstation aufzubauen. In der Sternwarte der Kantonsschule werden in den nächsten Wochen die Registriergeräte installiert, die messbare Vorgänge des Wetters aufzeichnen. Mehrere Ärzte werden die Wettereinflüsse auf den menschlichen Organismus beobachten. Der Kanton Aargau unterstützt diese Bestrebungen finanziell. Ergebnisse dieser Forschung, konkrete Resultate, sind jedoch in nächster Zeit nicht zu erwarten. Wir besitzen noch keinen attraktiven Abschluss für unsere Sendung. Wir sind nicht in der Lage, etwas Definitives auszusagen über einen Föhn- und Wettereinfluss auf den menschlichen Organismus, wie er sich allenfalls auswirkt und was ihn auslösen könnte. Was könnte es denn wirklich sein? Welche Elemente kommen in Betracht? Sind es Luftdruckschwankungen oder Kalt- und Warmfronten? Ist die Luftleitfähigkeit wirksam oder sind es Infralangwellen? Das haben wir uns alle gefragt. Reporter, Kameramann, Tonoperateur und Regisseur. Auffallend ist eigentlich, dass man in Flugzeugen von diesen Wetterstörungen nichts merkt. Obwohl auf längeren Luftreisen doch mehrere Wetterfronten, Gewitter und so weiter durchflogen werden. Bleiben die Beschwerden aus, weil die Störung nicht genügend lange auf den Organismus einwirken kann? Oder dringen die atmosphärischen Kräfte, die die Beschwerden normalerweise auslösen, nicht ins Flugzeug ein? Hält die Druckkammer die raschen Luftdruckschwankungen ab oder macht das Metallgehäuse die Infralangwellen unwirksam? Dient also die Flugzeugschale als sogenannter Faradayscher Käfig? Infralangwellen sollen schon verwendet worden sein, um experimentell Bakterien zu verändern. Und wie steht es mit der Milch? Sie ist doch auch wetterempfindlich. Man müsste das einmal ausprobieren.
Verändert sich die Milch, wird sie sauer, wenn man sie Infralangwellen aussetzt. Infralangwellen kommen ja bei bestimmten Wetterstörungen, auch bei Föhn, besonders bei Gewittern, in vermehrtem Maße vor. Unser Kollege, der Hochfrequenztechniker Erwin Schlatter, fand sich bereit, den Versuch durchzuführen. Wenn es möglich wäre, die Milch mit diesen elektrischen Schwingungen zu verändern, dann könnte auch ein direkter Einfluss auf das Blut angenommen werden. Kuhmilch und Menschenblut haben zum Teil ähnliche und gleiche Bestandteile, zum Beispiel Kolloide, aber auch Albumine und Globuline und andere Eiweiß- und Serumbestandteile. Bei gewissen Wetterstörungen soll ja auch der Blutdruck verändert sein, sollen sich die weißen Blutkörperchen vermehren. Nun, es ist uns also nicht gelungen, den erträumten, großartigen, sensationellen Nachweis zu erbringen, der bestimmt Geschichte gemacht hätte. Er hat es aber nicht. Dafür haben wir eine andere, absolut großartige Entdeckung gemacht, nämlich ein Institut für Klimaforschung und Apparatebau im Kanton Bern. Es ist uns ein Prospekt dieses Instituts in die Hände geraten. Nun, diese Firma stellt laut Prospekt das erste Wetter- und Klimaschutzgerät her. Wir haben uns einen solchen Apparat beschafft. Es ist ein Apparätchen, ein kleines, dafür umso raffinierteres, das man offenbar so irgendwie um den Hals tragen muss. Dieser Apparat schützt, immer laut Prospekt der Firma, den Träger vor den schädlichen Einflüssen des Wetters und des Klimas. Bevor wir aber diesen kleinen Apparat näher unter die Lupe nehmen, wollen wir uns einmal mit seinem Hersteller unterhalten. Das im Prospekt erwähnte Institut für Klimaforschung befindet sich in diesem Wohnhaus in der Nähe von Bern. Das heißt, ein Institut war nicht zu finden. Das Unternehmen wird vom Institutsleiter im Einmannbetrieb geführt. Er empfing unseren Reporter in seiner Werkstätte im Keller des Hauses. In meinen Forschungen habe ich also von Anfang an schon das ausgezeichnete Resultat bekommen. Zum Verwundern. Der erste Apparat, den ich geschaffen habe, war wirksam bei mir Frau. Also derart, dass ich mich tatsächlich sagen musste, aber das hat mir noch nicht alles gesagt, ein einmaliger Erfolg. Sondern ich habe mir gesagt, gut, jetzt werden da diverse Apparate gemacht und dann gebe ich es, verteile ich die in meinem Bekanntenkreis, wo ich weiß, dass sie föhnempfindlich sind. Und dann wollen wir schauen, was da für Resultate rauskommen. Sie haben also, Herr Christen, Apparat hergestellt und selber konstruiert, aufgrund von Ihren Forschungen. Jawohl. Jetzt, wie funktionieren die Apparate? Die funktionieren auf kosmisch-magnetischem Prinzip. Die gehen unendlich. Immer. Da braucht man nichts. Die haben nichts mit irgendwelcher Aufladung, Neuaufladung zu tun. Und das ist ein Geheimnis. Und das kann ich natürlich nicht. Das ist ein Fabrikationsgeheimnis. Das ist ein Fabrikationsgeheimnis. Ja, und die Apparate, das sind, ich habe hier so Apparate, die wollen wir genau anschauen. Ja. Das ist, sieht aus wie ein Medaillon. Ja. Und das heisst Klimax, das ist ihr Apparat und schützt also einen vor der Witterungsunbill, respektive vom Unbill vom Föhn und so. Wo muss man die tragen? Die muss man auf der Brust tragen. Hat das einen bestimmten Grund? Ja, das hat einen Grund, weil da in der Brusthöhle der Zentralnerv ist. Und da muss er möglichst auflegen. Wenigstens also in der Umgebung ist er auch noch wirksam, aber darf sich nicht zu weit distanzieren vom Zentralnerv. Ist der Zentralnerv der Nerv, der die Föhnbeschwerden hervorruft? Jawohl. Zentralnerv. Was ist das? Wir stellten die Frage dem ETH-Professor Dr. Grandjean. Also Zentralnerv, das ist ein Begriff, den es bei uns nicht gibt. Also das ist ein Fantasiebegriff. Ich kann mir keinen besonderen Nerven vorstellen, auf den der Föhn einwirken sollte. Sie wissen ja, ich kann mir überhaupt nichts Rechtes mehr vorstellen unter den Föhnwirkungen. Immerhin, also Zentralnerv, das ist ein Fantasiebegriff, den es nicht gibt. Die technischen Angaben und das Apparätchen ließen wir durch den Aarauer Physiker Dr. Siegrist bewerten.
Ja, Herr Professor, können Sie an diesem Apparätchen physikalische Eigenschaften feststellen, die den Prospekt entsprechen und die eine gewisse Wirkung auf den menschlichen Organismus haben könnten? Nun, ich glaube nicht. Wir können keine radioaktive Strahlung feststellen. Wir können also auch keine Ionisation messen. Wir sehen, es ist ein Metall, magnetisch, wahrscheinlich Eisen, aber mehr kann ich also nicht sagen. Ich sehe nicht, wie das eine physikalische Wirkung haben könnte. Eher eine magische Wirkung vielleicht? Eine magische Wirkung eventuell, denn es ist ja bekannt, dass gewisse Patienten, die psychisch